liebe Kinder. Ich bin's, der Flo. Im Herbst macht es richtig Spaß, Drachen steigen zu lassen. Solche Drachen wie den hier an der Schnur. Aber was mich interessiert ist, gibt es eigentlich richtige Drachen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das will ich heute mal herausfinden. Und wisst ihr was? Ich nehme euch mit auf der Suche nach dem echten Drachen. Kommt mal mit! Ich bin jetzt hier in der Münchner Innenstadt und ich habe gehört, dass es hier irgendwo einen echten Drachen geben soll. Aber wo? Finden wir es heraus. Auch kein Drache. Entschuldigung, in München soll es einen Drachen geben. Wissen Sie zufällig, wo der ist? Leider nein. Nein, nein, weiß ich nicht. Weißt du einen Drachen? Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Es gibt wirklich einen Drachen mitten in der Innenstadt von München. Da oben. Da sitzt er. Drachen kommen sehr oft in Sagen vor. Diese Sagen dachten sich die Menschen früher aus, um sich unerklärliche Dinge erklären zu können. Einer Sage nach soll hier auf dem Marienplatz einmal ein Drache gelandet sein. Mutige Männer schlugen ihn in die Flucht und retteten die Stadt. Ist der Drache also eine Sagengestalt oder gibt es ihn wirklich? Ich suche einfach mal weiter. Wir kennen Drachen ja eigentlich nur als feuerspeiende Ungetüme, zum Beispiel wie der Drache aus der Sage vom Marienplatz. Aber Drachen sind nicht nur Ungeheuer, es gibt auch richtige Glücksdrachen. Und wo? Das zeige ich euch jetzt. Ein Drache in einem China-Restaurant? Ja, denn in der chinesischen Kultur wird der Drache verehrt und ist ein gutes Wesen. Und der chinesische Drache hat sogar einen Namen. Er heißt Long. Und Long ist alles andere als ein Ungeheuer. Der Drache wird immer angesehen als ein Wesen, was als böse gilt. In China ist das nicht so, oder? Nee, bestimmt nicht. In China ist der Drache ein Symbol für Glück und Weisheit. Der chinesische Drache steht nicht nur für Glück und Weisheit, er ist auch eines von 12 chinesischen Sternzeichen. So, jetzt habe ich einen Drachen aus der Sage und einen Glücksdrachen gefunden. Aber ich bin gespannt, ob ich noch weitere Drachen finde, zum Beispiel einen echten. Ich muss dahin, wo Drachen wohnen. Drachen wohnen ja in riesigen Höhlen und in genau so einer Höhle bin ich gerade, in einer echten Drachenhöhle. Das Einzige, was fehlt, ist der Drache selbst, aber den suchen wir jetzt. Diese Höhle ist so riesig und ich weiß nicht, wo er ist. Aber am besten frage ich mal jemanden, der sich hier richtig gut auskennt. Und das ist die Frau Bauer. Frau Bauer, wo ist denn nun der Drache? Na, Sie stehen doch direkt davor. Da! Das ist der Drache. Deswegen heißt diese Höhle also Drachenhöhle. Jawohl. Es gibt da nämlich eine Sage, dass mal hier in den Wäldern von Syrah so ein böses Tier gelebt haben soll. Und als man dann diese Höhle entdeckt hat, hat man sich daran erinnert. Ich würde so gerne mal einen echten Drachen kennenlernen. Wissen Sie nicht vielleicht, wo ich einen finden kann? Soll ich es Ihnen verraten? Ja. Aha. Tatsächlich, der Tipp hat gestimmt. Hier in Furt im Wald gibt es eine Höhle mit einem echten Drachen. Und ich glaube, ich kann ihn sogar schon hören. Ich glaub's nicht. Da ist er. Ich kann nicht mehr. Keine Chance.
Tradinno ist auf jeden Fall viel zu groß für mich. Ein riesiger Drache wie Tradinno. Wie wird er denn bedient? Wie wird er denn zum Leben erweckt? Wer soll das besser wissen als der Drachenzähmer Sandro Bauer? Also wir haben vier Bediener, die den Drachen bedienen. Wir haben einen, der lässt ihn auf seinen vier Beinen gehen. Wir haben einen, der macht das Gebrüll. Wir haben einen, der macht das Feuer und einer bewegt den Schwanz. Er kann natürlich auch sehr, sehr freundlich schauen. Er kann auch lächeln. Und genau da macht er es. Er scheint sie sehr gut zu verstehen. Einen echten Drachen habe ich heute nicht finden können. Na klar, echte Drachen gibt es ja auch gar nicht. Aber trotzdem war meine Suche sehr erfolgreich, denn schließlich habe ich so einige Drachen gefunden. Zum Beispiel einen Feuerdrachen aus einer alten Sage oder einen chinesischen Glücksdrachen oder auch einen Höhlendrachen und zu guter Letzt unseren lieben Freund Tradinno hier. Es gibt also viele verschiedene Drachen und ich kann euch sagen, die Suche hat mir wirklich riesengroßen Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, am liebsten ist mir immer noch der hier. Und wisst ihr warum? Mit dem hier macht's immer noch am meisten Spaß. Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf klicksmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein!